So, ihr Lieben, wie versprochen, nehme ich euch ein bisschen mit durch der, die, das H&H. Momentan stehe ich hier bei King Cole, bei unseren ersten, das ist die erste britische Distribution, die wir hatten, also das war King Cole. Ich gehe ein bisschen mit euch rum, ich gehe einmal in die Runde mit euch und später, es werden ganz viele kleine Filme hochgeladen und später zeige ich euch natürlich auch die andere tolle Aussteller, die hier auch sind. Hier ist klein, aber fein, ganz, ganz tollen Twin Set. Ich finde das wirklich super, super und das ist die neue Linendale. Also, hier gehe ich einmal rum. King Cole hat auch einen super Makramee-Garn. Und diesen Linendale ist wirklich der absolute Hammer. Natürlich unsere Giza-Cotton und die Finesse und natürlich den Bambu-Cotton. Hier ist immer morgens ganz früh ist immer hier heiteres Treiben. Dieses Jahr haben wir statt Giraffe unseren kleinen Elefant, der bestückt ist mit eure wunderbare Häkelblumen, die ihr vor Jahren für uns gemacht habt, fürs Ronald McDonald Haus. Natürlich auch präsent unsere liebe, meine liebe Freundin, unsere liebe Susanne Oswald, die ist auch die ganze 3 Tage hier gewesen mit ihrem neuen Buch, der kleine Strickladen in den Highlands, ihren Strickbuch. Ich gehe ein bisschen rum, da ist aus dem Buch Susannes tolle Wimpelkette. Und natürlich auch, oh, ich zeige euch jetzt was, die Anleitung kommt dazu. Nagel mich bitte nicht fest, wann. Guck mal diese süße Lego-Anna an. Tolle Kinderpullover. Das ist allerdings auch England. Viel, die stricken viel für Kinder, viel für Babys. Unser Cotton Soft. Und das ist hier ein absoluter Traum. Das zeige ich euch gleich, wenn Susanne da ist. Dann legen wir es mal aus. Mal gucken, nicht, dass alles runterfällt. Und zwar, das ist ein Karl bei denen gewesen. Und jede, es ist ein Postcard, heißt das, ein Seaside Postcard. Jede kleine Ecke ist einen einzigen Karl. Ist auch kostenlos. Ich werde euch das zur Verfügung stellen. Wenn ich großen Glück habe, kann ich das mitnehmen und dann können wir das auch in Ruhe auch machen. So, Cotton Smooth, auch ein ganz, ganz, ganz tolles Garn. Ich gehe einmal rum. Süße, süße Kinderbekleidung. Und da ist es Crochet Along Blanket. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wie gesagt, jede, das ist ein Postcards, Postcards with Love heißt das. Da ist einmal in der Mitte, dann haben wir ein Häuschen, ein Umziehhäuschen with Love. Dann sind lauter Sachen, die man auf eine Postkarte sich dann vorstellt. So, etwas ganz Tolles habe ich für euch, aber das ist noch ein kleines Geheimnis. Hier seht ihr ganz tolle Anleitung mit der Krone, mit britischen Farben für Kinder und Erwachsene. Teapot Cozy. Und diese Anleitung, was ihr hier seht, werden auf jeden Fall, das werdet ihr sehen, in manche Magazine in Deutsch dann auch. Herz allerliebst. Und ich habe für euch, auch hier ist unsere Leckerei. Ich mal gucken, ob ich eine rauskriege, ohne dass ich den ganzen Beutel aufmotze. King Cole hat specially für His Royal Majesty, für the King, ein Coronation-Label gemacht, was man an die Kleidung nähen kann. Nun, die Engländer sind natürlich ein bisschen anders, aber ich habe so viele hiervon verteilt an deutsche Händler, Retailers, Blogger, Influencer, die waren alle so heiß auf diese. Da ist einmal King Cole Coronation, das ist am 6. Mai 2023. Da wird der Prinz King Charles wird dann auch gekrönt und dann ist es ja ein Klapp. Warte mal, das ist ein Klapp zum Annähen und wenn man was Nettes gemacht hat, oh, mit einer Hand, ne? Zu Hause habe ich die weltbesten Stative und Gimbals und was weiß ich. Auf jeden Fall ist das dran. Stellt euch mal vor, ihr habt einen tollen rosafarbigen Pullover oder hellblau und das ist dran genäht irgendwo. Ich finde es toll. Auf jeden Fall bekommen wir
ganze viele Beutel davon. Also ich zwischen, also 500 kriege ich bestimmt, das haben sie mir zugesagt. Und ich habe gesagt, wenn ihr mehr, ne, kriege ich auch mehr. Und entweder wir machen da bei den Sonderverkauf irgendwas Nettes oder wir sagen, wir machen das bei jede Bestellung in die nächste Woche rein. Wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen. Ja, das gehört immer dazu. Ein paar Kekse und die leckere Schokolade, das ist die englische Pfefferminzschokolade. Das werde ich auch alles mitkriegen, diese ganzen Sachen. Und die kommen dann natürlich als Goodies bei euch in eure Bestellung rein. Aber wie gesagt, diese Sachen finde ich wirklich herz allerliebst. Gerade diesen Teapot. Gut, ich bin Engländerin und wir trinken unseren Tee auch noch im Teapot. Und guck mal, die Eier-Cosies, eine Mütze, also ein Stirnband. Und das finde ich auch wirklich witzig. Also finde ich toll. So, es gibt auch wirklich schöne neue Garne. Jetzt muss ich gucken, wo ich ihn hingelegt habe. Ja. Ich komme mal runter. Ihr kennt ja unseren Mulberry Soft und unseren Naturally Soft. Für die Naturally Soft gibt es ganz tolle neue Farben. Wir werden auf hier, sorry, dass ich hier rumwackel. Wir werden auf jeden Fall euch die Farben richtig vorstellen und die neue Garne in den nächsten Wochen nach Ostern, in die nächste Woche auf jeden Fall vorstellen. Aber schaut euch mal diese Farben an. Wie findet ihr die? Also, hoppala, jetzt ist er auf Erde gefallen. Es ist auf jeden Fall die Blueface Lester, 90% Blueface Lester Garn. Und diesen Blueface Lester, wie wir gehört haben, dass Danielle uns erzählt hat, ist ja wirklich ein ganz griffiges, hochwertiges Garn. Und da 10% Kaschmir ist, macht eine Menge aus an diesem weichen Wohlfühl Feeling. Also auf jeden Fall, das sind die neuen Farben. Ich drehe euch einmal um. Ich weiß nicht, ob ich euch umdrehen kann. Hier es ist jetzt wirklich leer. Also gehe ich jetzt mit euch Stück für Stück nachher mal durch. Granny Squares sind ein absoluter Must-Have in den nächsten, also jetzt und in den nächsten Jahren. Also wir hoffen, dass wir ein paar nette Anleitung für euch dann auch bekommen. Oh meine Güte, wenn man schon mal filmt und kriegt einen Hustenanfall. Wie gesagt, ich mache für euch, guck mal, da kommt unser Rob Roy Ray. Das ist der Guten Morgen. Das ist unser Junior-Chef von King Cole. Aber er macht seine Sache richtig, richtig gut. Und guck mal, ich bin als erstes hier, aber ungewöhnlich, aber Ray ist schon da. Ganz noch motiviert und jung und der macht bald einen Marathon. Marathon ist, glaube ich, über 40 Kilometer. In drei Stunden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, das ist erstmal King Cole Booth und ich gehe mit euch zwischendurch auch immer wieder rum. Danke euch!